Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Abenteuer. Oh mein Gott, es ist laut hier. Wir sind auf der neuen Boston-Springfield-Strecke unterwegs, beziehungsweise Boston-Albany-Route. Und wir sind Zug 47 nach New England, also der New England States Express. Der New England States Express ist Premium Express von Boston mit Verbindungen an die Westküste über Chicago. Und er fährt täglich um 2:30 hier weg und macht eigentlich nur ein paar wenige Stops, also ein Express halt. Und wir fahren jetzt erstmal den ersten Teil von Boston nach Worcester, Massachusetts. Und es sollte eigentlich zu keinen Störungen kommen. Wir sollen unsere Lok bereit machen, aber noch warten und dann schauen, dass wir vom Schaffner das okay kriegen und Abfahrt wäre um 14.30 Uhr. Ja, macht Sinn. So. Also, unser Zugpferd ist eine Alco PA, zu der werde ich dann gleich noch ein paar Infos geben und haben hier eine B-Unit und wieder eine A-Unit, haben da so einen kleinen Gepäckwagen, wo Zeugs drin ist und das sind die Pullman-Wagen hier, die werden wir uns dann auch noch anschauen, die haben ein kleines Special, ja und da hinten ist dann Schluss. So, wir machen unsere Lok bereit, beziehungsweise ich mache das mit dem Rail Driver. Das passt. Nicht wundern, dass der Stick da mitgeht. Das ist wegen dem Rail Driver. Können wir aber erstmal ignorieren. Das könnte man so lassen. Headlights, ja. Ich möchte eigentlich eh nur die Beschriftung mit anhaben. Das passt. So. Die Türen sind geschlossen und gesichert und wir dürfen abfahren, sobald wir Signal sehen. Und das ist der erste Fail hier ein bisschen von der Lok. Wir sehen das Signal nicht mal. Müssen wir schon rausgehen. So. Bremse gelöst. Und was ich jetzt gleich mal machen werde, ist die ganzen Meldungen deaktivieren. Und los geht's mit 15 Meilen pro Stunde. Break Alerts off. Ja, danke schön. Wie klingt denn das Zughorn? Ah, warte mal, wir sind... Ach, die Geschwindigkeit hat bei mir falsch angezeigt. Okay. Zughorn? Boah, diese Rauschwaden. Sehr umweltfreundlich. So, idle. Wow, was ist denn das für ein Zughorn? Krass. Ja, den Bahnhof an sich kennen wir ja schon von Trains in World. Und von anderen Strecken. Bin jetzt echt gespannt auf diese Strecke. Damit ihr mal so einen Eindruck habt, wie die ganze Strecke aussieht. Hier, also wir sind jetzt rechts unten. Und das ist die ganze Strecke. Da gibt es ein bisschen was zum Fahren. Hier unten ist dann Ende. So, Boston Back Bay. Plattform 1, 14:35. Aber next stop. Boston Back Bay. 14:35 Ankunft. Alles klar. Einfach mal random Druck ablassen. So, zum Führerstand an sich. Schaut ein bisschen altbacken aus, muss ich sagen. Aber ich habe schon Schlimmeres gesehen, das kann man schon so lassen. Moin, Kollege. Schauen wir mal, was haben wir für Sichtpositionen? Wir haben einmal hier. Wo wir uns ein Knöpfchen drücken können und das war's. Nur die zwei Ansichten. Ja, reicht. Fenster kann man leider nicht bedienen. Tür auch nicht. Naja. Aber ich muss schon sagen, ist eine schöne Alko-Lokomotive. Oder Lokomotive in Mehrzahl. So, 30.
Mal ein bisschen mehr Schmackes geben. Das funktioniert sehr gut mit dem Rage Driver. Kann halt leider nicht bewerten, wie authentisch die ganzen Sounds sind. Das müsste dann ein Experte mal beurteilen, das vielleicht im Original gehört hat oder mal mit dem Video vergleichen. So, da vorne ist der Halt. Warte mal, schauen, dass ich hier sauber bremse. Und sobald wir bei Backbay weg sind, dann gibt es erstmal ein bisschen Infos aus dem Manual, also aus dem PDF. Da sind ein paar schöne Beschriebe drin, von den Loks und von der Strecke selber. Finde ich noch spannend. Ich glaube, bei Transient World kommt man von dem Anschluss da rein, der links hier. So, da wären wir da. Ich mag den Bremssound. So, ein bisschen geht noch. So, anhalten. Naja. Es ist ein sehr billiger Bahnsteig hier. Und hier hält ein Express. Jetzt müssen wir schauen, ne? Aus der Höhe von ihr hier. Was das eigentlich für gigantische Loks sind. Ein schönes Kraftpaket da für die Wagen da. Das sieht interessant aus. Aber wird schon so passen. Wir müssen mal schauen. Oh, interessant, da ist da gar keine Tür. Sind immer nur hinten. Das ist spannend. Das ist auf der anderen Seite auch so. Okay. Ja dann, Abfahrt. Next stop, Newtonville. Wir do der at 14:48. Boah, die sind aber ganz schön laut, ey. So, gehen wir lieber hier rein. Das ist nicht ganz so laut. Notch 3, dankeschön. Oh, komm, ab auf Geschwindigkeit. Geil, da dürfen wir dann 40 fahren. Okay, dann können wir jetzt rollen lassen. Also, die Boston and Albany Railroad, B&A, entstand 1870 durch den Zusammenschluss mehrerer Eisenbahnen, die die beiden B&A-Hauptstädte sowie mehrere andere bedeutende Städte und Orte in den US-Bundesstaaten Massachusetts und New York miteinander verbanden. Im Jahr 1900 vergab die Bahngesellschaft einen 99-jährigen Pachtvertrag an die spätere New York Central Railroad. Die New York Central Railroad bot daraufhin sowohl Güter- als auch Personenverkehrsdienste an und verwendet aber ihr eigenes unter der Marke NYC geführtes Material. Soweit klar. Die Albany-Verbindung ermöglichte es der NYC, auf ihrem Schienennetz Expresszüge, so wie dem wir jetzt gerade fahren, für den Personenverkehr von Boston bis in die Städte des mittleren Westens der USA, Chicago und St. Louis zu betreiben. Wir geben mal ein bisschen mehr Gas hier. Die New York Central betrieb auch planmäßige Pendlerzüge zwischen den Städten Boston und Worcester sowie Dienste auf mehreren B&A-Zweigstrecken. Die kleineren Städte wie Milford, Millbury, Webster, Winchester und Edgehall erreichten. Wir werden zu schnell.
Ich möchte keine Punkte da verlieren. Die BNA verkehrte im Wechsel mit mehreren anderen Neuengland-Eisenbahnen, von denen die New York, New Haven und Hartford die bedeutendste war. In den 1940er Jahren beförderte die New Haven über ihre Anschlüsse an den Union-Bahnhöfen von Boston, Worcester und Springfield Personenzüge in Richtung New York City auf der Hauptstrecke der B&A. Mit des 20. Jahrhunderts veränderten die wirtschaftlichen Bedingungen die Eisenbahnunternehmen in den gesamten USA. Im Jahr 1968 wurde die New York Central mit der Penn Central fusioniert, die wiederum 1976 von der Conrail übernommen wurde. Und im Jahr 1999 wurde Conrail unter anderem an CSX Transportation aufgeteilt. Heute betreibt CSX von seinem intermodalen Terminal in Worcester aus Güterverkehrsdienste in Richtung Westen. Amtrak nahm 1971 den Intercity-Personenverkehr entlang der ehemaligen B&A-Hauptstrecke auf. Da ist 65 da hinten. Cool. Wo bin ich jetzt gestiegen gewesen? Die Gleisanlagen östlich von Framingham wurden 1973 von der Massachusetts Bay Transportation Authority erworben. Später erwarb die MBTA die Gleise zwischen Framingham und Worcester und betreibt bis heute den Pendelverkehr zwischen Worcester und Boston. Good to know. Aus historischer Sicht ist auch erwähnenswert, dass mehrere B&A Bahnhofsgebäude von dem berühmten Architekten Henry Hobson Richardson aus dem späten 19. Jahrhundert entworfen wurden. Weitere Bahnhöfe wurden von seiner Nachfolgefirma Shepley, Rutan und Coolidge in den Stil entworfen, der als Richardson Romance Q bekannt wurde. Ja, haben wir da was gelernt hier. Dies erklärt das ähnliche Aussehen vieler Bahnhöfe auf der Strecke, insbesondere die Verwendung von großen Granitquadern, die mit kleineren rötlichen Granitblöcken verkleidet sind. Doch trotz ihrer Ähnlichkeit gleicht kein Bahnhof dem anderen. Muss man mal ein bisschen drauf achten. Und warum ist davon 25? Finde ich jetzt nicht so cool. So, E-Break. Hau rein. Das war jetzt gerade ein bisschen grob. Runter. Shit. Da wird er mich jetzt abstrafen. Schade. Ja, also nicht wundern, dass der Controller da so Geräusche macht. Das ist wegen einem Raydriver. Weil Throttle und der sind quasi kombiniert mit meinem Kombihebel. Und da haben sie sich halt sehr gern. 4 Meilen noch bis dahin. So. Weiter im Text. Die Boston and Albany-Strecke für den Train Simulator Classic umfasst den etwa 100 Meilen langen Abschnitt der B&A zwischen Boston und Springfield. Viele Nebenstrecken der B&A sind ganz oder teilweise enthalten, vor allem die Millbury Branch, die Spencer Branch und die Atoll Branch, die in der Stadt Ludlow endet. So. Wir geben nochmal ein bisschen mehr Power hier. Große Komplexe Rangierbahnhöfe befinden sich in West Springfield, Worcester, East und South Boston. Zu den größeren Städten gehören Boston, Worcester, Springfield und Framingham, die angemessen und oft dicht mit städtischen Gebäuden und Strukturen bevölkert sind. Entlang der Strecke gibt es eine Vielzahl von großen und kleineren Industrieunternehmen. Bei dem einen sind wir ja gerade durchbrettert. Da hinten, wobei groß ist relativ. Aber schaut's mal, da hat es einen kleinen Spielplatz hier. Kann man ein bisschen rumrangieren, wenn man möchte. Sehr nice. Ja, komm. Mehr Leistung. Guck mal, da ist ein kleiner Bahnhof hier. So, machen wir mehr sexy Shots hier.
Das ist Zucker, ne? Ja, mit dem Klackern von den Wagen bin ich nicht so ganz happy, aber solange sie nicht brutal laut quietschen beim Bremsen. Geht da von der Notch eigentlich noch mehr? Oh ja, da geht mehr. Ja, geh mal auf die 1. Schauen, ob das reicht, um die Geschwindigkeit zu halten. Ah, wir werden schneller. So, Sportfans werden den Fenway Park kennen, die langjährige Heimat des Baseballteams der Boston Red Sox, der hier so dargestellt ist, wie er in den 1960er Jahren aussah. Und das Nickerson Field der Boston University, das ehemalige Baseballstadion der Boston Braves. Vielleicht fallen auch die Bootshäuser von BU, Mitt und Harvard am entfernten Ufer des Charles River auf. Der Komplex der Naismith Memorial Basketball Hall of Fame am Ostufer des Connecticut River in Springfield ist nicht enthalten, da er erst 1985 eröffnet wurde. Okay, Details. Also ich muss sagen, das Manual haben sie wirklich gut ausgeschrieben. Also auch von der Bedienung her. Ich finde es auch immer gut, dass es historische Fakten und Details zu den Sachen gibt. Manche sind ja da wirklich nur auf das Minimum runter reduziert. So nach dem Motto, ja, so steuerst du, fertig, tschüss, fahr. So, wir sind ja halbwegs pünktlich. So, Maximum E-Braking. Ja, E-Braking. Macht er jetzt irgendwie nicht. Gott, da müssen wir so bremsen. Es ist sogar vielleicht ein bisschen zu früh. Ja, das war ein bisschen zu früh. Ja gut, dann fahren wir halt langsam rein, anstatt wie zu schnell. So, meine Damen und Herren, wir wären da in Newtonville. Mehr bremsen. So, das sieht doch gut aus. Was steht denn hier? Labor Property, no trespassing. So, Tür auf. Wobei, die Leute steigen irgendwie gar nicht ein und aus. Da ist offen. Die Türen sind offen hier. Wollen wir hier mal kurz reingucken. Da ist aber dunkel. Keine Beleuchtung. Ja, aber nicht das Bahnhofsgebäude. Gehfeld. Ich meine jetzt... Oh, 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 oh. Habe ich da einen Fehler gefunden? Das schwebt da vor sich hin. Ah, schade. Es muss nicht sein. Aber sonst nur ganz okay. Ich meine, der Bahnsteig an sich ist jetzt schon ein bisschen ein Witz, ne? Guck mal, wenn hier ein Zaun ist, wie kommen die Leute eigentlich da drüber? Nur mal so aus der Logik her gefragt. Oder müssen die auf der anderen Seite... Moment mal. Mal ganz kurz Pause machen. Jetzt ohne Witz.
Wie kommt ihr auf den Bahnsteig hier hin? Das geht ja gar nicht. Ja, also man nimmt die Brücke da hier hinten. Da muss er den ganzen Weg hier gehen. Ja, okay, kann man machen. Ja. Aber die Sachen sind jetzt hier aufgegangen. Das heißt, die werden dann jetzt hier drauf. Ja, es ist ein schräges Konzept hier. Fällt mir nicht. Okay. Für euch gibt es mal ganz kurz eine Unterbrechung. Geht gleich wieder weiter. Okay, schon bin ich wieder da. Gehen wir mal raus aus der Pause. Bremsen lösen. Und dann Abfahrt. So, wunderbar. Immer gerade ein bisschen mehr Schmackes. Next Stop, Birmingham. Wir tut der bei 15.03 Uhr. Okay, das ist der letzte. Und dann Rochester Union Station. Um 15.32 Uhr sollte man dann da sein. So, gehen wir mal im Maximum Notch. Ich frag mich, was der mir hier sagt. Motoring, Minutes, Braking. Also das mit Braking ist mir schon klar. Das ist dann die Bremskraft, aber die da aus. Wenn jemand weiß, wie ich das zu lesen habe, also vor allem das Äußere, gerne mal in die Kommentare reinschreiben. Okay, weiter im Text von der Strecke. Topografisch stellt die Strecke keine großen Herausforderungen dar, obwohl es einige hügelige Gebiete gibt. Insbesondere westlich von Rochester die maximalen Steigungen von etwa 1%. Charlton auf 273 Meter Höhe markiert den Scheitelpunkt der Strecke, aber im Durchschnitt ist die Strecke ziemlich flach. Ja, das merkt man. Die Geschwindigkeitsbegrenzungen sind im Allgemeinen hoch, wobei die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf diesem Teilstück 65 Meilen pro Stunde für Personenzüge und 60 Meilen pro Stunde für Güterzüge beträgt. Die Abstrecke ist durchgehend zweigleisig, der Abschnitt von Aston nach Framingham ist viergleisig mit zwei separaten Gleisen für Nahverkehrszüge. Es gibt keine Tunnel. Oh, schade. Damit wäre der Spoiler schon mal weg. Keine Tunnel. Der Gleisplan lehnt sich eng an den letzten B&A-Gleisplan an, der 1950 veröffentlicht wurde. Alle auf dem Gleisplan dargestellten Signale sind enthalten und weisen richtige Typen und Aspekte auf. Ja, das jetzt erstmal nachprüfen, ob das stimmt. Aber wird schon passen. So, da fahren wir jetzt mal kurz langsamer. Haben aber freie Fahrt. So, das sollte eigentlich reichen. So. Und wieder lösen. Oh, der nächste kleine Haltepunkt hier. Ist alles sehr minimalistisch hier. Also bahnhofstechnisch. Wobei, das müsste jetzt von außen ziemlich geil aussehen. Also der Soundübergang zu den Wagen ist irgendwie nicht so cool. Aber ich glaube, das ist wirklich eine echte Aufnahme. Aber schaut mal, wie lange man das noch hört. Naja. Mir zeigt nicht, wie klingt das, wenn man jetzt tätig bei dem Wagen ist. Ja, das ist einfach direkt der Sound. Ich finde ihn ein bisschen zu dominant. Oh, Stellwerk. Wir müssen hier mal Gas geben. Ist das umgesetzt? Nö. Ja, aber sicher auch ein netter Bahnhof. Ja, also dieser Wagensound
Nee. Nix für mich. Stichwort Wagensand. Wir könnten mal schauen, wie es eigentlich mit der Passagieransicht aussieht. Okay. Das ist Großraum hier. Dann haben wir den hier. Schaut aber von den Sesseln her ziemlich gemütlich aus, muss ich sagen. Hier ist es angenehm. So, Speisewagen. Mit schöner Aussicht. Ja, okay. Auch da wieder unterschiedliche Sitzpositionen. Privates Abteil. Ja, jetzt müssen wir ganz kurz wegen der Geschwindigkeit schauen, dass wir hier nicht so schnell werden. Idle. Okay, da kann ich sitzen. Hab da vermutlich mein eigenes Bad. Das ist der Gang hier draußen. Ich kann da noch mal eins weitergehen, wenn ich möchte. Und dann geht's auf der Seite weiter, okay. Und dann bin ich auch wieder in so einem anderen Abteil. Das ist aber kleiner hier. Das ist einfach nur, ja, so ein Private-Ding. Kann man machen. Und dann bin ich wieder vorne. So, haben wir noch was anderes? Ne, der Wagen ist auch gleich. Der auch. Okay, ne. Mehr Ansichten haben wir nicht. Ja, nette Ansichten. Gefällt mir. Vor allem diese privaten Abteile. Hat man jetzt nicht jeden Tag in Transim Classic. So, Notch 1. Scheint es ja ganz gut zu halten. So, die Zeitspanne, in der die Strecke verläuft, ist etwas unklar. Aber im Großen und Ganzen handelt es sich um das Jahr 1960 plus oder minus etwa 5 Jahre. In dieser Zeitspanne sehen wir einige bald ausgemusterte Diesellokomotiven und Schienenfahrzeuge sowie den Vorboten des baldigen Hochhausbooms in Boston und den Prudential Tower. Was auch immer das für ein Tower ist. Die Strecke bietet für jeden etwas. Langstreckenpersonenzüge, Pendlerzüge in Stop-and-Go-Verkehr und Güterverkehr mit Schwerlast- und Nahverkehrszügen. Sowie einige komplexe und lustige Rangiervorgänge. Oh, okay. Wenn Sie einfach nur die vorbeiziehende Landschaft betrachten möchten, werden Sie sich an den zahlreichen Ausblicken erfreuen, die von dünn besiedelten, aber stark bewaldeten ländlichen Gebieten in Neuengland bis hin zu geschäftigen Stadtzentren reichen. Die Szenarien, die wir zur Verfügung gestellt haben, sollen die reiche Vielfalt an Zügen, Orten und Betriebsmöglichkeiten auf der Strecke zeigen. Was ist das? Okay. Das ist ja mal cool. Boah, also diese Wagengeräusche, ne? Cool. Sehr geil. Gehen wir in die Lok rein. Wir müssen dann eher so ein bisschen nach vorne gehen, wenn wir den Sound hier nicht haben wollen. So, such grad bestimmten Teil. Okay, find's gerade nicht. So. Mit enthalten ist die Alco PA und die FA, wenn ich es gesehen habe. Zu der PA habe ich ein paar Fakten. Insgesamt wurden von der Alco PA 297 Einheiten gebaut. Deine Lok wiegt 137,6 Tonnen, ist 20,2 Meter lang. Und in der Variante PA1 haben wir eine Motorleistung von 2000 PS. Und in der PA2 Variante 2250 PS. Ah, wir werden so schnell. Höchstgeschwindigkeit von unserem Alco sind 117 Meilen pro Stunde. Das sind 188 km/h. Und kann insgesamt 3785 Liter Diesel tanken. Den sie vermutlich recht schnell wieder wegbrennt. Die Alco PA1 und PA2
die sind von der American Locomotive Company in der Partnerschaft mit General Electric in Schenectady, New York, zwischen 1947 bis 1953 gebaut. Ja, ein bisschen mehr Leistung. Der Motor hat 16 Zylinder und die PA sind eigentlich speziell für den Personenverkehr konzipiert und die FA, genau, war dann für den Güterverkehr. Also ich lese das gerade aus dem Handbuch vor. Die Lokomotiven waren berüchtigt und bei Eisenbahns beliebt für ihre Neigung beim Beschleunigen dicken schwarzen Abgasrauch abzustoßen. Dies wurde durch einen zu fetten Kraftstoff-Luft-Gemisch verursacht, während der abgasbetriebene Turbolader allmählich auf Touren kam. Dazwischen der als Turboloch bekannt ist. Ah! Damals auch die Begründung, warum das Ding dann immer so am Rumrauchen ist, wenn wir Gas geben. Obwohl die PAs von vielen als wunderschönes Design angesehen wurden, wurden sie von mechanischen Problemen geplagt und gerieten schließlich in Ungnade, als die Eisenbahnen begannen, mehr und mehr EMD-Produkte zu erwerben. Die PA1 der New York Central trugen die Nummern 4200 bis 4207 und die PA2 die Nummern 4208 bis 4214. Die PB1 erhielt die Nummern 4300 bis 4303 und die einzige PB2 trug die Nummer 4304. Netter kleiner See hier. Genau, die Strecke gefällt mir auch bis jetzt echt ganz gut. So, schauen wir uns mal die Details der Alco FA an. Von der Alco FA sind insgesamt 445 Einheiten gebaut worden, wiegt 115 Tonnen, ist kürzer mit 15,7 Meter, hat eine Leistung von 1500 PS und Höchstgeschwindigkeit 65 Meilen pro Stunde, also 104 km/h. Es wurden insgesamt drei verschiedene Modelle der Lokomotive angeboten. Das war die FA1 und die FB1 mit einer Leistung von 1500 PS und wurden zwischen 1946 bis 1950 gebaut. Die 1600 PS starke FA2 bzw. FB2 wurde zwischen 1950 und 1956 gebaut und die 1800 PS Variante, die FPA4 oder FPB4, wurde zwischen 1958 und 1959 gebaut und hat einen V12 Motor drin. Und ich sollte mal bereit machen zum Anhalten da vorne. Da hätten wir dann Framingham. Mal schauen, ob der Bahnsteig jetzt dann auch wieder so minimalistisch ist. Frames sind ein bisschen durchwachsen. Ab und zu mal. So, reicht das oder war das zu viel? Ja, ich glaube, das passt gerade. Das sind die nächsten Industrien auf der Seite hier. Man sitzt jetzt schon echt hoch in der Lok. Okay, Kompressor ist am Laufen. Nett. Ah, da hinten geht auch nochmal irgendwie so eine Bronstein weg. Können wir uns dann gleich mal ansehen. Ah, diese Signale. So, Lab Position. Thank you.
Wir brauchen mehr Bremse. Oh, also hier geht es ja ganz schön ab auf dem Bahnhof. Over Reduction. Okay. So, oh, bleib stehen. Genau, auf, dann schauen wir uns mal hier um. Okay, New York Central Wagen hier. Hier geht ein Stich weg. Okay, da haben wir eine Abstellung hier hinten. Und geht die Strecke dann da hinten weiter? Ja, die Strecke geht da hinten weiter. Interessant. Und auf der Seite gibt es auch ein paar Abstellgleise. Und auch da geht die Strecke nach hinten nicht weiter. Okay. War aber doch noch so einer. Das glaube ich aber irgendwo. Ach, da hinten, ja, genau. Da geht es nochmal weg. Wir könnten uns das Ganze natürlich auch mal hier anschauen. Center Player. Okay, das sind. Ja, das werden halt so Nebenstrecken sein. Drei Portale hier. Firmingham Paperbox. Da gibt es bestimmt Rangieraufgaben hier. Aber so als Stellwerk. Sicht. Das ist auf alle Fälle ein spannender Bahnhof hier. Also Simulator Team, macht's mal den Bahnhof hier. Ja, schönes Bahnhofsgebäude. Hier kann man wenigstens rübergehen. So, wir haben Abfahrt. Na komm. Wir sehen. So, Rochester Union Station, 15:32 Ankunft. Alter, diese Rauschwaden. So. Die FA hatte das gleiche markante Styling wie sein größerer Cousin, der Alco PA, mit einer langen geraden Nase, die von einem Scheinwerfer hinterm quadratisch geschlitzten Kühlergrill und geneigten Windschutzscheiben gekrönt wurde. Äußerlich war die FA1 und die FB1 unterscheidet sich von der FA2 und der FB2. Warte mal hier kurz vom Gas weg. Durch die Position der Kühlerverschlüsse, die bei der FA2 oder FB2 weiter vorne liegen, da die Konstruktion geändert wurde, um den Einbau eines Dampfgenerators hinter dem Kühler zu ermöglichen. Die meisten FA-Komponenten waren mit der PA kompatibel. Ja, macht es mit der Wartung natürlich ein bisschen besser. Wie die PAs wurden auch die FAs von mechanischen Problemen geplagt und gerieten schließlich in Vergessenheit, als die Eisenbahnen mehr und mehr auf die EMD-Produkte gewechselt sind. Die FA1 der New York Central trugen die Nummer 1000 bis 1043 und die FA2 1044 bis 1123, FB1 3300 bis 3322 und FB2 den Nummern 3323 bis 3372. Und das war's mit den Infos der Lok und der Strecke. Mehr habe ich nicht. Das heißt, wir können jetzt erstmal ein bisschen die Strecke genießen. Beziehungsweise ihr macht es vermutlich eh schon die ganze Zeit, aber ich konnte jetzt mal wieder auf die Strecke achten. Wo kommt schon der nächste Bahnhof da vorne? Ashland. Ich muss eigentlich ein paar sexy Shots machen. Und ich muss eh nochmal einen Screenshot machen. Für mein Thumbnail. Keine Ahnung, machen wir das irgendwie so?
wir sind zu schnell. Oh, 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 oh. Und der Abzug. Ah, shit. Nein. Oh, warte mal. Ich muss mal ganz kurz das Spiel pausieren. Das, glaube ich, könnte noch ein schönes Foto sein. Ich beeile mich, geht gleich weiter. Irgendwie so? Ja, das sieht doch gut aus. Okay, weiter geht's. Ja, nein. Diese Wagengeräusche können echt nichts. Ist die Frage, wie das dann bei den Güterwagen ist. Ob das besser ist, aber da bin ich noch nichts gefahren. Das ist der erste Zug hier. Auch wieder Abstellgleis. Oh. Jetzt habe ich mal das Weg endlich mal gesehen. Vermutlich bin ich schon zigtausend Mal an einem vorbeigefahren. Ja, ich mag das irgendwie. Das klingt nicht so ganz aggressiv wie die normalen. Irgendwie angenehm. Ach ja, als alle Industrien noch die Eisenbahn genutzt haben. So. Bin wieder hart an der Grenze, was die Geschwindigkeit betrifft. Schade, ich würde gerne ein bisschen weiter unten sitzen, damit ich hier aus dem Fenster besser rausschauen kann. Wir sind einfach zu hoch hier. Also wenn ich mir die Kamera so ansehe, ist die Kamera immer ein bisschen zu hoch. Gut, dafür haben wir nach vorne die bessere Sicht. Haben wir eigentlich die Scheibenwischer einen Sound? Ja, haben sie. ...18 Meilen, wie die Zeit vergeht. Ja, sind aber noch knapp 20 Minuten, bis wir da sind. Dass die nicht auf das metrische System umgestellt haben. So grundsätzlich. Die ganze Welt macht metrisch, nur die Amerikaner nicht. Moin, Kollege. Schon sexy Sound, wenn die vorbeifahren. Ich glaube, ich könnte mal bei YouTube nachschauen, ob es noch eine Alco PA gibt, die fährt. Hä? Zu schnell. Nein! So, Alco PA. Okay, insgesamt 5 PAs und eine PB-Unit gibt's noch. Und eine wird wohl restauriert, so wie es da steht. Wird sogar nach Mexiko runterkommen. Oh, doch. Eine fährt noch. Na, zwei sogar. Eine sind da nochmal rumfahren. Ja, schön. Aber wenigstens ist noch was da. Ja, der hätte vermutlich wieder pfeifen müssen, ne? Was ich gekonnt ignoriert habe, beziehungsweise nicht gesehen habe. Wieso bist du gelb? Was soll das? Muss ich hier anhalten? Ah, gleich, da vorne. Ich glaube, ich bremse mal zur Vorsicht. Bremse ist bei dir alles okay?
So, Brakes Release. Ich muss mal aber mit 30 da, bis wir das Signal sehen. Signal, wo bist du? Rot und gelb. Jetzt ist sich da fahren, warte mal. Zur Sicherheit noch mal speichern. Ich finde das aber der ganze Signalsystem so komisch. Mal drüber fahren, mal schauen, was der Simulator sagt. Beziehungsweise, was sagt eigentlich die Ansicht? Wenn es noch der geht, ist da gar kein Signal. Oder zeigst du ein bisschen. Oh, holy shit. Da fährt ein Güterzug. Das heißt, das nächste wird auf jeden Fall rot sein. Doppelrot und gelb. Bin jetzt wirklich schon frei? Nee. Ich glaube, ich darf da jetzt eigentlich nicht drüber fahren. Ja, jetzt hat es geändert. Ja, das war rot. Die anderen. Hätte ich bei den anderen schon anhalten müssen. Ich bin so schlecht mit dem mechanischen Signationssystem. So. Maximum Schmackes. Warum macht man das überhaupt so kompliziert? Warum nicht einfach rot, gelb, grün? Und zwar nur eins davon. Naja. Eigentlich noch mehr Überraschungen da hinten. Ach. Wir tun den jetzt da überholen. Boah, da hat sich in TD2 vor kurzem einer aufgeregt. Wir haben einen Bahnhof gemacht, wo drei eingleisige sind. Und einmal zweigleisig. Und Expresses von der zweigleisigen kommen. Hat auf die Eingleisige müssen und auf dem Eingleisigen ist gerade ein Güterzug kommen. Der hat aber Verspätung gehabt oder hat sich Verspätung gemacht, weil er mit Ersatzsignal fahren musste. Und dann fährt er Express rein und da kann er nicht weiter, weil die Strecke gesperrt ist und dann gab es erstmal Stress. Ich bin Express und ich muss da weiterfahren und hier Priorität und ja, Stresspule. Ich kann das so voll nicht ab, wenn einer den FDL voll stresst. So, Westboro Station. Da ist er, der Güterzug. Haben wir eigentlich Head-Out View? Ja, haben wir. Yay, Caboose. Schön ist sogar noch. Du hast ja eine Abstellung. So, servus Kollege und ciao Kollege. Freie Fahrt. Sag mal, fehlt bei dem nicht ein Signal? Okay. Schon seine Richtigkeit haben. Alter, man schafft bis zum Ziel. Das, was wir jetzt da ja fahren, das ist ja noch ein Teil der Strecke, da geht es ja noch weiter. Oh, wieder hier rein.
irgendwann mal nach Amerika reisen und sich mal die Giganten in echt anschauen. Hatte ich schon mal Lust. Halt zwar weniger was von den Leuten in Amerika, aber rein landschaftlich und eisenbahntechnisch ist schon sehr interessant. Mein Jugendtraum ist ja nach wie vor mal mit einer Chopper oder so einem alten Cadillac der alte Route 66 mal abzufahren. Das wäre schon cool. So eine Woche, zwei unterwegs. Richtiger Roadtrip. Ja, doch. Irgendwann mal in der Zukunft. Oder auch mit so einem... mit dem Zug mal quer durch Amerika. Also mit Schlafwagen und so Co. Habe ich ein paar Videos dazu auf YouTube schon gesehen. Das sieht schon geil aus. Aber das musst du dann auch irgendwie abkönnen. So ewig lang in einem Zug drin zu sein. Ich persönlich finde das immer anstrengend, wenn man so ewig lang sitzen muss oder irgendwie gefühlt eingesperrt ist, genauso wie im Flugzeug, und man nichts machen kann für Stunden. Gut. Ach, man kann doch hier aufmachen. Ich meine, Zucker, klar, kannst du halt hin und her gehen. Oh, schade, dass sich der Sound da gar nicht ändert. Aber trotzdem, du bist halt gefangen. Tagelang, wenn du alle diese fetten Züge machst. ...55, vermutlich mal wieder eine engere Kurve da vorne. Und der nächste See. Wir haben es wirklich schön gemacht. Warum immer von da oben? Also See, machen wir es mal von hier. So, schnell weg, bevor der Morgensand wieder kommt. So, rollen lassen. Ah, ich werde ein bisschen bremsen müssen. Und wieder lösen. Das reicht schon. Na komm, ein bisschen langsamer noch. Sonst kriege ich Punkte. Dankeschön. Wieder eine Stufe Leistung. Ich meine, sonst hier irgendwie interessante Sachen. Class liked. Okay. Oh, cool. Das sind die Dinge. Ah, shit, zu schnell. Sorry. Ich lasse sie mal aus, weil ich mir eh nicht weiß, wie ich es einstellen muss. Engine Lights, ECS Operate, Windfrottel, okay. Das wäre Engine Stop and Run. War es eigentlich nur interessant zu wissen, wie die klingt. Was bist denn du? Also die kleine Diesel-Lok. Wie Startup und Stop klingt. Das machen wir jetzt mal kurz bei der Fahrt. Total dumme Idee. Ah, beziehungsweise ich speichere vorher, weil die Maschine, die ich mal ankriege, habe ich ein Problem. So, stopp. Nein! Da hat man da die Bremse rein. Starte wieder. Starte.
Nein! So ein Arsch! Naja, okay. Habe ich jetzt mehr erwartet. Kannst du die Bremse mal wieder lösen? Ach, nö. Hallo, Bremse lösen. Bitte, danke. Nein, Mann. Soll ich jetzt nochmal laden oder nicht? Ja, come on. Sind ja noch 6 Meilen. Haben wir halt eine Verspätung. Also in der Zukunft den Motor nicht bei der Fahrt ausmachen. Wir könnten mal schauen, ob wir... Holy shit, warum raust du jetzt so? Ob mal rutschen, wenn ich jetzt Vollgas gebe. Entweder habt ihr brutal guten Grip oder es ist nicht implementiert. Ja gut, ist was ist. So, lieber FDL hier, denkt ihr nichts. Das war alles geplant. Total normal, einfach mal locker auszumachen bei der Fahrt. Genau, wir wollten den neuen Eco-Modus testen. Rollen ohne Motor. Gut, spätestens beim Bremsen wird es dann doof, wenn der Kompressor nicht läuft. Also beziehungsweise anlegen geht, lösen ist dann fraglich. Ich cool da mit diesem Seegras. Haben sie halt überall reingeklatscht. Boah, das wäre eigentlich auch nochmal ein schöner Fotospot hier. Also ich muss sagen, von mir gibt es erstmal einen Daumen nach oben für die Strecke. Sieht erstmal cool aus. Also das ist der erste Teil. Die Lok an sich ist okay. Wagen sind okay. Das Einzige, was ich nicht okay finde, ist das Sound von den Wagen da hinten. Den finde ich nicht okay. Da sollten sie mal was machen. Oh, da vorne ist 60. Oh, sollte ich vielleicht nicht weiter Gas geben. Nächste kleine Abstellung da hinten. Also gerade als Güterzug hat man hier richtig viel Spaß auf der Strecke. Oder wenn du irgendwie so einen lokalen machst, wo du dann überall mal was da lassen musst oder mitnehmen kannst. Und auf der Strecke Multiplayer, das wär's. Das wäre eigentlich wirklich was für Sinn, weil die Strecke da. Sobald es mal irgendwann mal angedacht ist, amerikanischen Content zu bringen. Was ja jetzt nicht so unwahrscheinlich ist. Vor allem, wenn dann Externe da mitmachen bei der Entwicklung. Eine Minute Verspätung. Theoretisch. Der Bravura immer rumspielen muss. Da kommt schon 45. Das kam mir jetzt gar nicht wie die Stunde vor.
Jetzt noch mal eine Stunde oder anderthalb und dann sind wir am Ende der Strecke fürs Erste. 45 kriegst du von mir. So, also lass uns mal ein Dynamic Braking machen. Komm, mach ein Setup. Jetzt ist er dran. Bröms. Also wirklich einen geilen Bremseffekt hat die jetzt nicht. Kann aber gut sein, dass ich es ein bisschen falsch nutze, aber. So, das reicht. Na komm. Hast du dich wieder beruhigt? Alles gut? So, und du musst eigentlich auf die 1. Alles okay jetzt. Okay. Also die Lok findet es nicht so geil, was ich da mache. Auch eine nette kleine Gegend hier. Da vorne ist die Station. Nice. Mein Kollege, viel Spaß mit deiner Fracht. Ah, müssen wir einen Zug machen, ne? Mit Kabus. Kabuse, Kabusen, keine Ahnung, Mehrzahl von Kabus. Und dann mit denen rumfahren. In Amerika gibt es sogar immer wieder mal so kleine Touren, wo sie genau das machen. Da kannst du dann eins aussuchen und dann halt mitfahren. Ja, bei Toyman Television, warte mal, gibt es ein Video davon, wo sie das zeigen. Ja, und damit herzlich willkommen in Rochester Union Station. Da hat es ein paar Abstellgleise hier. Wird eigentlich nur noch eine Dampflok hier. Also ein bisschen frame-lastig hier. Vielleicht ab und zu mal so auf die 15 FPS ein. So, fangen wir an zu bremsen hier. Oh ja, hier hat man einen ganz großen Spielplatz zum Abstellen. Vermutlich das meiste hier alles handweichen sind, oder? Ja, klar. Alles handweichen. Boah, viel Spaß da, wenn du da allein bist. Und manchmal habe ich das Gefühl, die Amerikaner sind sowieso generell so handweichen Fans. So, ja, ich würde sagen, wir sind einigermaßen pünktlich. Das passt doch. Den Leuten ist nicht aufgefallen, dass wir hier eine Notbremse gemacht haben. Und da vorne ist der Bahnsteig. Ja, schaut mal, das ist doch wie geschmiert. Schönes Bahnhofsgebäude da.
So. Hier stehen bleiben. Ach, und auf der Seite geht's auch weiter. Oder ist es hier? Naja, Tatsache. Jetzt die Richtung noch weiter. Okay, das ist, glaube ich, so ein Kreisverkehr darstellen. Der so halb funktioniert. So, Türen auf. Ja, liebe Leute, ich hoffe, das Abenteuer hat euch gefallen. Mir hat es auf jeden Fall gefallen. Und ist eine schöne Strecke. Vielleicht fahren wir da mal wieder und schauen uns dann mal den zweiten Teil an. Mal sehen. Aber schreibt mal gerne in die Kommentare rein, wie ihr das so gefunden habt. Und wenn ihr wollt, lasst vielleicht einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr mich unterstützen wollt, dann werdet doch Mitglied vom Lion Squad. Da seht ihr die Videos alle im Vorhinein schon, wenn ihr möchtet. Bis dann, bleibt gesund und gute Fahrt. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.